Vergiss mal das Vorurteil, Muskeln für Frauen gingen gar nicht. Immer mehr junge Frauen legen heute Wert auf einen wohldefinierten Body, denn das stärkt das allgemeine Wohlbefinden wie auch das Selbstvertrauen. Zudem macht Training mit der Hantel und an den Geräten nicht zwangsläufig dicke Muskelpakete, schon gar nicht bei Frauen, denn sie produzieren viel weniger das entscheidende Testosteron beim Muskelaufbau. Statt stämmigen Fußballerbeinen und Popeye-Oberarmen kann Frau also mit dem richtigen Training im Sommer einen schlanken, wunderbar trainierten und proportionierten Körper vorzeigen. Um die Muskulatur mehr zu definieren und nicht an Masse zuzulegen, ist die richtige Intensität wichtig. Wer mit hochrotem Kopf und Gummibeinen das Studio verlässt, der hat es übertrieben. Schöne Muskeln für Frauen bedeutet, die Übungen sollten mit 40-60% der maximalen Kraft ausgeführt werden. So wird die Koordinationsfähigkeit zwischen den einzelnen Fasern innerhalb des Muskels verbessert. Das führt zu weniger voluminösen Muskeln, aber einer komplexen Entwicklung der Kraft.